Da bin ich wieder. Und zwar filme ich jetzt gerade mit dem Handy und hoffe, dass es mir nicht umfällt, weil ich habe es da auf dem komischen Stativ stehen, weil ich habe ein Üppäckchen bekommen von der lieben Ines. Ich zeige es euch jetzt mal. Und das leidet jetzt schon 2 Tage da. Ich bin hier ohne. Ich will es euch gar nicht zeigen. Ne? Ich bin hier meine Gewinne am Fertigmachen. Ne? Und deswegen muss ich hier ohne das Ganze machen. Das sieht aus. Unfassbar, das hält mein Kopf nicht aus. Genau, das ist das Päckchen. Ich habe es euch jetzt mal so drin gehalten. Ne? Und das zeige ich euch jetzt. Will ich euch ja schließlich nicht vorenthalten. Ne? Genau. Da freue ich mich so richtig. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich bin total perplex. Ne? Muss ich echt sagen, ich freue mich total. Dankeschön. Das ist mal was ganz Tolles, wenn man so aus dem Nichts, ich meine, ich versuche ein bisschen näher zu kommen, aus dem Nichts so Päckchen kriegt. Ach, guckt mal, wie toll. Ach, guck mal, das Papier ist gespritzt, also gesprüht mit Klimamist, irgendwie was, ne? Also, das heißt so, ne? Dass ich jetzt denke, ich hätte jetzt, würde jetzt sagen, da hat sie irgendeinen Mist drauf gesprüht, aber das heißt, ich habe das von Ranger. Und das heißt Klimamist. Ich weiß jetzt nicht. Da gibt es ja jetzt so viel verschiedenes Sorte Zeug, ne, wo man da auf die Sache drauf sprühen kann, dass das schön aussieht. Genau, guckt mal die tolle Karte da. Ich denke, das kann ich euch zeigen. Liebe Mutti, ich zeige es euch nur kurz. So schön die Schrift hast du, so schön. Guck mal, da, das ist fokussiert der Ochs da. Was weiß ich, ey. Wirklich, ich bin so in meinem Wahn im Moment, ne? Also da, dass ich jetzt die Sache mache für die Gewinner. Also wirklich, also es ist eine Katastrophe, ne? Es ist wirklich eine Katastrophe. Ich würd euch ja mal kurz Blick riskieren lassen, wie es hier jetzt gerade auf dem Wohnzimmertisch aussieht. Komm, ich zeig's euch einfach mal. So, da ist unser Advents-Tralala. Und da habe ich jetzt alles auf die Seite geräumt, ne, weil ich jetzt alles. Alles haben wir mit runterschleppe. Und ja, so sieht es jetzt halt aus, ne? Jetzt hat der Ding sich nochmal, warte mal, ich muss mal nochmal. Ach so, so, warte, so war das. Ah, dann fällt es um. Moment, dann muss ich ohne nochmal drehen. Oh, leckt mich doch am Backe, ey. So. Na, weil sonst fällt es noch. Das Ding will mich doch verarschen. Ich fällt es noch vorne um. Was macht es jetzt gerade? Das fängt schon an, sich. Komm, ist scheißegal. So, dann muss ich es halt festhalten, wenn es fällt. Moment, ich schalte es nochmal ein Stück rüber. So. Oh mein Gott, oh mein Gott. Moment, ich mach's mal ein bisschen so. Ich hoffe, dass es jetzt nicht fällt. Ich sehe das nämlich so schnell nicht. Ich bin nämlich so worris. Ich weiß auch nicht. Ich mach mal die Folie hier weg. Oh. Moment, da muss ich euch doch zeigen. Jetzt haben wir das Ding gerade richtig geparkt, ne? Oh, mit Herzkonfetti, wie süß. Ich finde sowas ja richtig putzig. So, warte, ich mach das jetzt mal. Ach du liebe Güte, warte, das muss ich jetzt irgendwie auf die Seite schaffen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr fällt mir nicht um. Das da ist Verpackungsmaterial, okay. Nicht, dass ich da noch etwas Wertvolles wegschmeiße. So. Ach. Ach, wie süß. Ach, guckt mal. Ist er nicht putzig? Das ist Serviette, ne? Die hatte ich nämlich auch. Und der hat, oh, was ich mit dem Mensch hier durch und mit dem Knömchen oder wie auch immer, was das da jetzt sind soll, schon für ein Theateramt gemacht hat, ne? Ja, im Endeffekt habe ich dann alles hingelegt und fertig, ne? Ach, wie süß. Schon zu schade, für aufzumachen. Ich würde es mal am liebsten so hinstellen, ne? Guck mal. So.
Dann gucke Mamo, ne? So, Moment. Jawohl, ich kriege das Haus noch hin. So, ach, guckt mal. Ach ja. Ach, guckt mal, wie toll. Der fokussiert doch nicht, das gibt's doch gar nicht. Moment, ich versuche mal hier drauf zu tippen. Aha. Toll, oder? Ja, viel ändert sich aber auch nicht, ne? Weil ich wackele, ja. Ich hoffe nur, dass das Ding da aushält. Wie gesagt, ich mache es mit dem Handy. Ich traue der Sache doch nicht, ne? Wie gesagt, sonst hätte ich nämlich auch schon lange gefloppt, oder wie man das nennt. Aber ich traue dem Handy doch nicht, weil es dann ruckelt plötzlich, ne? Und dann irgendwann gar nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich das auch noch nicht gemacht. Andernfalls hätte ich schon gesehen, wie ich mit meinem kleinen Travis Theater mache, ne? Ja, und manche Kommentare hatte recht, das ist ein kleiner Bulli, ne? Also der Papa ist XL-Bulli, ist also ein Mischling. Ich schaue jetzt einfach mal alles doch raus. Ach, guckt mal. Das ist so, ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall ist es schön. Guckt mal, da ist, wie nennt man das jetzt? Embossed? Oh, keine Ahnung. Ach, guckt mal, wie süß. Ein Wimpelchen. Ist Weihnachtet. Ja, das ist ja süß. Die Gnomschirlo, ne? Die gefällt mir ja so gut. Das ist echt sau schön. Die sind so richtig putzig. So cool. Das ist eine super Idee, ne? Ich habe mich jetzt in der letzten Zeit immer gescheut. Ich hatte ja auch mal. Sorry. Das Action hat ja auch so Wimpelpapier. Und im Teddy hatte ich mir das schon mal gekauft. Und dann habe ich für mich gedacht, warum brauchst du das? Das ist ja Blödsinn. Sicher, so kann man das machen. Ne? Und kann dann die Karte schön dekorieren, sage ich jetzt mal. Oder das Papier. Und das ist super. Das kannst du dann irgendwo hinhängen. Ne? So schön. Tolle Idee. Ach, guckt mal da. Ich mache jetzt aber hier nichts mehr ab. Ich lasse das, also wie das jetzt so ist. Das ist da drin. Da ist auch noch was drin. Huch! Och, das ist die Flasche. Habe ich die jetzt abgerobbt? In meinem geistig verwirrten Zustand. Ja, da ein Fläschchen mit Glitzerchen. Ja, fokussiert natürlich nicht. Wer hätte das gedacht? Ach, guck mal, und da ein Tütchen mit Herzja. Oh, die da ist ja so toll. Guck mal, die Schildkröte da. Eule. Oh, Wahnsinn. Toll. Das doch freut mich richtig. Guckt mal. So schön. Dankeschön. Guck mal da. Ah ja, da ist da noch so Dingelchen. Hups. Ich muss immer gucken, wo ich das Ding da hinhalle. Warum macht der jetzt so? Also, das Handy da nervt mich. Und ich nerv euch. Ich bemühe mich zumindest. Ich bin ein Videomacher. So, ich hoffe, es geht weiter. Mein Söhnchen ist gerade in die Dirin gekommen. Ich habe mich ganz jetzt angeguckt. Der hat wahrscheinlich auch mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass ich jetzt ein Video mache. Wie gesagt, das Päckchen vom Ines steht jetzt auch schon zwei da. Wie gesagt, steht hier, ich bin hier am Wurschle und am Mache. Ich komme wirklich, ich habe mit keinem Gedanke daran gedacht, das zu machen, ne? Ich einfach da war schon, da am Wurschle bin, ne? Und gedacht habe, nee, wohin kann ich nicht gehen, da muss ich es auch erst aufräumen. Und dann bin ich hier voll im Treiben und habe ich gedacht, nee, komm, ich rüberschiebe, fertig, ne? Das seht ihr, wie es da aussieht jetzt, ne? Aber mein Gott, so ist das halt, ne? Mittlerweile ist es mir auch scheißegal, ne? Ich schaffe da, ich mache hier mein Ding, also ich meine auch oben, wenn es da aussieht wie Sau, ah ja, ist das halt so, ne? Solange der Rest von der Wohnung in Ordnung ist, kann es mir scheißegal sein, wie es jetzt gerade im Moment aussieht, wenn ich was am Mache bin, ne? Schokololli, der wird nachher direkt getötet.
So toll! Guckt mal! Oh, wie schön! Das hast du richtig toll gemacht. Wenn der Schmatze hier ist, mein Travis hier ist gerade am Trinken. Guck mal, ich lege das alles einmal da hin. Also, das da ist ja mal toll. Ne? Ich glaube, von weitem sieht man es besser wie von nahem. Ne? So. Ach, wie schön. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich bin so, ich kann es gar nicht so richtig wiedergeben. Ne? Ich bin so, bin total erstaunt gewesen, wie ich das Päckchen gekriegt habe. Ne? Ich habe gedacht, hä? Wie der Paketdienst doch klingelt. So, Moment, dass ich auch jetzt alle gar nicht mal schön an die Nerven kriege. Schnell, die Stadt jetzt mit meinen Händen. Mit meiner Klinge auf. Also, Kinder, nicht nachmachen, ne? Die Tante ist ein bisschen anders da wie Annalets, ja. Ihr Tante. Also nichts nachmachen, was die macht. Ich schraub's einfach kaputt, ne? Ich hebe Papier eh nicht auf. Also da, so weit käme es noch, weil ich habe die Bude so voll gestoppt, ne, dass ich jetzt nicht noch Papier aufhebe, ne? Oh. Da ist ja super. Soll ich euch mal gerade was zeigen? Moment, dann muss ich euch jetzt wirklich zeigen, weil da klappt man ja keiner da dort, ne? Das da habe ich gemacht. Also, das ist nur jetzt aus aller Nähte geplatzt. Aber ja. Das ist etwas, was ich gemacht habe. Ich lege das mal gerade auf die Seite. Ach, guckt mal, wie toll. Ich habe das erste erst mit den Bandschere gemacht. Ehrlich, ne, wenn ich was mache. Ach, guck mal, wie schön das da ist. Das da ist ja Lummer. Wie schön das da gemacht ist. Lummer an. Wie süß. Guckt mal. Oh Mann, wie toll. So schön. Guck mal, was für Mühe die Ines sich so gern hat. Das Ines. Oh, Lumo. Guck mal, die Gutzia da. Bonbons, Entschuldigung. Ja, wie schön die sind. Da, oh, wie toll, Lumo. So schön. Und dann ist Tee drin, da müssen wir natürlich auch begutachten, ne? Jetzt, hey, wenn es so kalt ist. Plus Vitamin. Ups. Ich muss den nehmen. Was macht der da? Oh. Dann, also den habe ich gar nicht kannt, ne? Plus Vitamin. Türkischer Apfel. Dann japanisches Kirschblütenfest. Aha. Ich ziehe die jetzt nicht ganz raus und kriege sie in den Ringestoch. Dann mal einmal türkischer Apfel. Und plus Vitamin D. Ah, plus Vitamin D. Oh mein Gott. Ohne Witz. Toll, so schön, danke schön. Ich muss mal. Das riecht richtig schöner Tee. Na, ich rieche den, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich rieche jetzt an dem, was die gemacht hat. Ne, ich rieche den Tee bis da oben hin. Na, ich habe eine ganz empfindliche Nase. Und, ja. Deswegen habe ich den nicht so von so weit gerochen. Das riecht richtig gut. So, oh, schön. Ich freue mich richtig, ohne Witz jetzt, ne? Mein Gott, ich schwitze wie Schwein. Mein Gott, da ist ja toll. Die Klinge habe ich von der Taiko. Das ist eine schwarze, die ist richtig scharf wie Sau. Weil ich hab, bin Albe am Mache. Ich muss so lachen. Ich schaffe mir eine Arbeit. Wirklich, ihr, so was habt ihr im Leben noch nicht gesehen. Ne? Ich bin nur noch am Durchdrehen. Oh, was ist das dann? Oh, guckt mal, ein Schüttelding. Ach, oh, guckt mal. Oh mein Gott, wie süß. Guckt mal. Guckt mal, wie toll. Oh, wie schön. Travis, was machst du? Der sitzt ja unterm Tisch. Wenn ich gucke jetzt ja hier die letzten Tage, seit ich die Verlosung hat, ne, und alle Gewinner sich gemeldet haben und ich jetzt weiß, was sie gerne gemacht haben wolle, sitze ich hier ohne und der Hund, dem habe ich dann so kleine Baby-Wolldeck
unter den Tisch gelegt und der legt er dann unter zu meinen Füßen unter dem Tisch, ne? Und stellt den Teufel an, wie der gerade here. Guck mal, wie schön. Oh mein Gott, das ist ja so toll gemacht. Guck mal. Lo, das Band, das ist so schön. Ach, guck mal da. Ach, wie süß. Das ist ja mal toll. Und guck mal, in der drin glitzert das. Ach. Oh, wie schön. Das ist süß. Dankeschön. Oh mein Gott, guck mal. Ach, wie süß. Man nur den Schatz so, dass man das nicht so spiegelt. Guck mal. Ist es nicht putzig? Guck mal, aus dem, von Weite sieht man besser wie von nahem, ne? Naja, muss man alles rausfinden, ne? Da sind noch ein paar Herzchen dran. Die Tütchen, das sind ja auch süß, ne? Für sowas in so packe. Ich bin das nicht gewöhnt, um ein Stativ rumzukriegen. Oh, leg, was ist das da dann? Oh mein Gott, was ist das dann? Oh, Lu, auch da. Oh mein Gott, warte. Oh, wie es hängt. Na komm. Oh mein Gott, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht kaputt robbe. Oh, leg. So, warte. Guckt mal. Oh mein Gott, wie toll. Oh, schau mal, wie schön. Eine kleine Handtasche. Wie süß ist die dann? Jetzt guckt mal. Ist die nicht putzig? Oh mein Gott, schau mal, wie toll. Schau mal, und der hat den Glitzercup an. Oh mein Gott, ist die toll. Und so wahnsinnig schön stabil. Wie süß, ey. Da hast du ja mal richtig toll hingekriegt. Jetzt guck mal. Ups, ich muss ein bisschen weiter weghalten, ne, dass er besser sehen. Oh mein Gott, wie schön. Ach Gott, ist die putzig. Ist die schön und richtig, na, so richtig griffig, ne? Oh, da ist sogar noch was drin. Oh, leck. Oh mein Gott. Ein kleiner Weihnachtsmann. Oh, komm, ich mir eine fette Wurstgriffel gar nicht drin. Oh, guckt mal. Travis, oh nee, der ist schon mal da unten am Buhle. Oh, was ist das dann? Guck mal, ich zittere. So freue ich mich. Oh, guckt mal, wie da das so schön glitzert. Oh, nee, da muss ich jetzt mal gucken, hey. Travis, aus! Oh, nee, Moment mal. So, jetzt habe ich dir mal lecker schicken, ne? Dass er aufhört. Die Tüte, ich habe da ohne drunter Action-Tüte stehen. Und am Tisch, wo ich die ganze Papierschnippel und alles drin warfe. Ne? Normalerweise habe ich die immer vorher in meinem Ecke zum Beispiel auf den Boden buxiert. Ne? So dann nachher zusammengeräumt. Aber das kann ich hier ja nicht machen. Oh. Kann ich hier ja nicht machen. Ups, weil der Hund das so toll findet. Oh mein Gott, guckt mal. Ein Kätzchen. Oh, wie schön. Lumo. Und wahrscheinlich. Guck mal, ach, der Engelflügelchen, da ist ein bisschen Abgang, glaube ich, ne? Das repariere ich noch her. Travis. Unfassbar. Guck mal, wie toll. Ist das nicht schön? Dankeschön. Oh, das da ist richtig toll. So putzig. Moment. Ehrlich. Oh, wie die innerhalb von Sekunden die Laune versauen können, ey. Ohne Witz. Unmöglich, unmöglich. So, legen wir mal da hin. Dankeschön, Ines. Das ist so richtig süß. Warte mal, da legen wir mal da hin. Und da geht's weiter. Da ist noch was am Start, hey. Moment. Da mal hin. Oh, was Holly. Ach, wie süß. Ja, Tolly ist jetzt gerade nicht da. Da müssen wir warten. Da, aua. Travis, du stehst mal auf dem Fuß. Ach, wie süß. Ach, danke schön. Das kenne ich meiner Tochter. Ich mache das jetzt nicht auf, weil ist ja für Trolli. Ne? Ach, wie süß das verpackt ist. Jetzt guckt mal. So schön. Dankeschön. Ich sage jetzt schon mal Dankeschön. Und ich denke, dass meine Tochter sich im nächsten Video. Oh, hoffentlich fällt da jetzt nicht. Im nächsten Video bedankt. Da freut sich, dass was kriegt. So, und da ist doch noch was drin. Oleg, warte. Ist da unten noch was? Ne, da ist Füllmaterial, Gott sei Dank. Das da ist ja schon der Wahnsinn, oder? So, warte, da hole ich mal da weg.
dann ist das doch noch da drin. Jetzt loben wir mal gemeinsam, was das ist. Und für die, die mich nicht verstehe, jetzt schauen wir einmal gemeinsam, was das ist. Da will ich ja schließlich jedem recht machen. Ne? Ja, die ist cool, die Serviette. Jetzt bin ich mal gespannt. Guck mal, wie süß. Mit so viel Liebe verpackt und mit so viel Liebe gemacht. Ich finde das so toll. So schön. Warte mal. Ich muss mal. Warte. Schau mal, mein tolles Öffnungswerkzeug. Ich schneide mal gerade noch Hand ab. So. Und die Serviette. Oh ne, Kekse. Ach, guckt mal, wie toll. Die hast du ja wahrscheinlich selber gebacken, ne? Ist kein Zettel dran, also ich gehe davon aus, ne? Oh, wie toll. Dankeschön. Ey, das da ist so toll. Ehrlich, Ines, das da Päckchen ist so mit Liebe gemacht, ne? Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, danke schön. Oh, ich freue mich so. So schön. Oh, lecker Kekse. Guck mal, wie schön die dekoriert sind. Ach noch. Ich habe Vanillekipferl gebackt. Die habe ich einfach in eine Schüssel geschüttet. Fertig, wasch. Jetzt habe ich, mehr müssen die noch dekorieren. Und ich habe die oben. So schnell wie die weg waren, wollen die nämlich so dekorieren, ne? Oh, wie schön. Ach süß, danke schön. Ach Mensch, das ist so toll. Dankeschön. Ach, ich freue mich. Ich freue mich total. Also, das ist die Überraschung, Ines. Ist dir bestens gelungen. Also, da war ich noch gar nicht mit dem Ding drauf. Guckt mal, ich bin so blöd. Ohne Witz. Das ist noch Armbändchen. Guckt mal. Das, ihr seht doch, dass ich nicht mehr eine Tasse im Schrank habe, oder? Da ist noch Armbändchen. Guck mal, die Würfel da sind ja so toll. Huch, ich hoffe, ihr seht das. Ich fummel hier rum. Oh mein Gott, wie schön. Siehst du, das war es nur, weil ich andauernd unterbrochen bin. Hey, ach Mann, das nervt mich. Oh, was ist das dann? Oh mein Gott. Hat er irgendwo... Oh, oh, guckt mal. Ist das nicht toll? Oh, warte mal. Ich mach das doch mal ab. Oh, wie schön. Guck mal, da passt sogar. Mir fällt der Wurstarm. Oh mein Gott, sind da tolle Perle. Guck's mal. Die ich hoffe, ihr seht das richtig. Wow. Oh, wie schön. Oh mein Gott, das ist ja so toll. Jetzt guckt euch das mal an. Oh mein Gott, da ziehe ich an Weihnachten an. Also jetzt, also ich könnte jetzt da dran rumfummeln die ganze Zeit, ne? Die Perle da, die fühlen sich ganz komisch an, ne? So ganz seltsam. So schön. Oh süß, dankeschön. Oh, guckt mal. Toll. Oh Mann, ich freue mich. Guck mal, wie süß. Guck mal, hier war die, hole ich noch da raus. Da sind noch zwei Bärchen-Schokolade drin. Oh, toll. Dankeschön. Oh, ich freue mich. Wirklich. Da ist ja jetzt wirklich... Und jetzt hätte ich das beinahe gar nicht gefilmt, was da jetzt noch drin war. Ey, guckt euch mal an. Ich gucke jetzt in Ruhe noch. Guck, habe ich alles? Warte, ich gucke mal nochmal im Dippeler. Ich meine, im Karton. Ich, in meiner Verwirrtheit. Ne, alles da. Okay. Gut. Oh, ich freue mich. Oh Mann, echt. Das da ist so toll. Dankeschön, Ines. Ich bin total von der Socke. Ich habe, wie gesagt, ich habe das Päckchen gekriegt. Da habe ich ja direkt, gefroren. Da hatte ich etwa ein Päckchen von dir gekriegt. Ne? und das hätte ich beinahe nicht angenommen, weil mein Sohn ein Päckchen gekriegt hat und gesagt hat, ich muss das erstmal nicht anholen. Ne? Und da habe ich gedacht, der kommt ja schon nimmer, ne?
Und dann habe ich geguckt und da sehe ich aber, dass es andere Päckchen ist. Und dann, naja, habe ich natürlich angenommen und hat nochmal gerade Klick gehabt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen verspätet, wo ich es aufmache. Weil, wie gesagt, ich bin hier so im Wahn, ne? So in einem Wahn. Ehrlich, ich könnte mal selber. Aber ich will das ja alles machen. Ich will das ja alles. Ich finde das ja so toll, ne? Und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, ne? Ich mache das ja so gern und freue mich ja auch so. Gut. Dankeschön. Oh Mann, das doch ist ja so toll. Dankeschön. Ich wünsche dir auch noch und euch alle anderen frohes Weihnachtsfest. Vielleicht sehen wir uns zwischendurch nochmal. Auf jeden Fall wünsche ich euch das jetzt und hoffe, ihr bleibt alle gesund und munter. Und für die, die mich vor dem nächsten Jahr nicht mehr sehen, wünsche ich euch auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und jetzt wünsche ich euch noch das Übliche und Dankeschön, Ines. Ich freue mich total. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.